Digga, das ist einfach violett. Und das ist das LEEX. Ja, das ist das, was wir uns gerade angeguckt haben. Wieso ist das violett, Mann? Das gibt's doch gar nicht so. Oder haben wir uns gerade ein falsches angeguckt? Irgendwas stimmt doch da nicht, oder? Irgendwas stimmt hier irgendwie nicht. So, ich habe das hier auf dem Account nicht. Auf dem anderen habe ich es, deswegen kann ich es nicht kaufen. Aber du kannst das ja nicht lackieren da unten. Das geht da überhaupt nicht. Anpassen, Prestige-Teile. Ja, es gibt, haben wir ja gerade geguckt, es gibt nur Nitro. Was ja gar keinen Sinn. Und dann gibt es Hupen. Das war's. Hupen. Nitro, Hupe. Mehr gibt's nicht. Das kann man nicht dadurch anpassen. Durch die Farbe kann man auch nicht anpassen. Durch die Folie, haben wir gerade geguckt, kann man es auch nicht anpassen. Hä? Wir verkaufen das jetzt mal. Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist ja voll die Verarsche, Digga. Also Leute, die das schon gekauft haben, so wie ich auf dem anderen Account, die können das dann nicht mit dem violetten Kissen bekommen, oder was? Wie kaufen das jetzt? Mal gucken. Scheiß mal auf die Crew Crate, das will ich jetzt wissen. Ey, wenn es aber gleich nicht violett ist, dann will ich jetzt unbedingt umtauschen, ne? Wenn das jetzt nicht violett ist, dann schreibe ich einen Support an, Digga. Dann will ich mein Geld wieder haben. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Digga, das ist einfach wirklich violett, Digga. Hä? Ich muss einmal rausgehen damit. Das kann doch nicht sein. Alter, es ist wirklich violett. Lul. Wie geht das? Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Prestige-Teile gibt es auch nur Nitro und Hupen. Okay, das ist das Double LEEX. Und jetzt gehen wir nochmal auf den anderen Account. Kann es denn sein, dass man hier ein exklusives, also ist ja dasselbe Fahrzeug, aber in einer exklusiven Farbe bekommt, die du ja nicht mal nachmachen kannst? Das gab es ja noch nie. Auf Farbe bei Hovercraft und dann letzter Punkt, wo Schürze steht. Was? Du kannst doch nur die Farbe auswählen, du kannst doch nicht auf spezielle Teile machen. Du kannst doch, wie beim Auto, du gehst auf Farbe. Und dann kannst du nur die Farbe aussuchen, aber du kannst doch nicht durchswitchen, welche Teile du farbig haben willst. Das kann doch nicht sein. Also nochmal, das Ding ist das hier. Proto Double LEEX. So, anpassen. Also nochmal, Prestige-Teile geht nur Nitro und Hupe. Über die Verzierung, ich zeig das jetzt hier nochmal. Wir machen es nochmal pink. Wenn ich das ganz groß ziehe, er lackiert das Ding unten nicht mit. Wenn ich auf Farbe gehe, ja Digga, da kann ich nur die Farbe aussuchen. Metallic oder matt. Chrom, matt gibt's gar nicht. Ne, Chrom, doch, jetzt kommt matt. Eloxiert und Schiller, also Wechselfarbe. Was ich gerade benutzt habe. Tschüss. Was ist das denn, Junge? Du kannst die Farbe von dem Luftkissen-Ding ändern. Jo! Nee, Junge. Ey, Real Talk. Wer wusste das? Niemand wusste das. Ich schwör, es gibt niemanden in dem Spiel, der das wusste. Außer der, der es gerade reingeschrieben hat. Ey, das kann nicht wahr sein, oder? Das kann nicht wahr sein. Du kannst bei einem Luftkissenboot unten... Das Kitty, ja moin. Warte, wir machen mal die Verzierung einmal runter. Kann man es besser sehen. Du kannst hier die Farbe des Fahrzeugs anpassen. Machen wir jetzt mal blau. Und dann kannst du hier hinten die Farbe des Kissens anpassen. Ey, das kann nicht wahr sein, Junge. Ich schwör's euch, niemand wird das wissen, Junge. Das weiß kein Mensch. Das kann nicht wahr sein. Es geht das überall, oder was? Hier, bei meinem, das ist mein Lieblings. Hier, Speedster, das ist das Beste. Ey, wie geil wäre das denn, wenn das hier auch geht? Farbe lasse ich mal so. Jawohl. Nee, Alter. Als ob. Halt's Maul, Junge. Es geht, das kann nicht sein, ey. Digga, was man hier um 2 Uhr nachts alles rausfindet. Auswählen. Ich schwör's dir, keiner wusste doch, dass das funktioniert. Das habe ich. Ich habe noch nie
Ich spiele das Spiel seit fast 3 Jahren, Digga. Ich habe das noch nie gesehen. Ich habe noch nie irgendjemanden mit einem farbigen Kissen gesehen. Ich habe noch nie ein Hovercraft gesehen, was nicht schwarz unten ist. Ja, moin. Was ist denn hier los, ey? Okay, Leute. Ab sofort könnt ihr bei euren Luftkissenbooten die Farbe unten ändern. Cool, oder? Nice. Ja, nicht schlecht. Yeah.